Herzlich willkommen zurück. Hier wollen wir jetzt weitermachen, indem wir jetzt langsam mal Texturen auf unserem Haus verteilen. Dieses Haus ist nicht gerade einfach dafür, weil es hier eben ganz viele so kleine Fitzelbereiche hat, wo ich überall noch was verteilen muss. Ist ein bisschen anstrengend, muss dann gemacht werden. Ist halt so. Vorher habe ich mir noch gedacht, oh, meine Bäume hier, die könnten noch ein bisschen kleiner. Ich habe nochmal das andere Bild geguckt. Eigentlich gefällt mir das so viel besser, dass dieser Berg hier noch so ein Stück rausguckt. Wenn ich jetzt an so eine Ebene zum Beispiel wieder rankommen will, kann ich hier, wenn ich auf Auswahl gehe, habe ich hier das automatische Auswählen. Wenn ich dann hier nochmal so mal raufklicke, dann springt der hier eben auf meinen Farbton Sättigung, weil der nun mal da drüber liegt. Aber er ist schon mal in der Nähe von den Bäumen. Ansonsten kann ich das auch ausmachen hier, und wenn ich mit Rechtsklick dann draufklicke, kann ich hier, ich glaube die Ebene 3 ist das dann, ja genau, hier, da habe ich dann meine Bäume ausgewählt. An der Stelle hilft es dann tatsächlich auch sehr, Ebenen tatsächlich zu benennen. Aber die kann ich jetzt eben nochmal ein bisschen runterskalieren, sodass ich hier in diesen Bereichen meine Spitze hier von dem Berg nochmal sichtbar kriege. Und das Ganze etwas schöner habe. So. Jetzt legen wir aber los und machen das hier mit den Texturen mal da drauf. Die habe ich hier auch in diesen Ordner gepackt. Das sind all diese hier. Die habe ich schon ein bisschen bearbeitet. Also am Anfang war das einfach ein kleinerer Ausschnitt, wenn ich zum Beispiel die hier, die Concrete Lung hier mal reinziehe. Das war am Anfang so nicht. War am Anfang, glaube ich, irgendwie so ein Ausschnitt etwa. Also 3x4. Da habe ich direkt ein paar aneinander gepuzzelt, um das irgendwie mehr in so einen Wandcharakter schon mal zu bringen, wie es dann hier ist. Weil ich hier viele dieser langen Wände habe. Und das gleiche habe ich hier auch nochmal hochkant etwas größer gemacht für diesen Bereich hier hinten. Diese Plaster, also Putztextur, ist dann auch einfach daraus entstanden, indem ich diesen hier geöffnet habe und den ein bisschen bearbeitet habe. So einfach mit einem Stempel hier reingegangen bin und meine ganzen Löcher hier weggestempelt habe. Das ist eine Arbeit gewesen, wollte ich euch ersparen. So in solchen Bereichen wie hier diesen Fugen kann ich auch einfach so eine Auswahl machen mit meinem Rechteck-Auswahlwerkzeug. Da auch mehrere Auswahlen hinzufügen, um hier sowas zu machen. Und kann dann sagen, mit Shift Backspace, genau, hier die Fläche füllen und zwar inhaltsbasiert. Wenn ich jetzt OK klicke, dann guckt er, was liegt drumherum und fügt entsprechend, macht er das Ganze hier eben, füllt er das Ganze aus und ich sehe hier, das ist im Prinzip einfach verschwunden. Für solche Bereiche kann ich das super gut machen. Könnte ich für die Punkte hier auch machen, nur bis ich die Punkte aller einzelnen Auswahlwerkzeug drum gezogen habe, habe ich sie einfach auch mit dem Stempeltool weggestempelt. Gut, aber das habe ich schon mal, wie gesagt, für euch vorbereitet hier in diesem Element, dass ihr das nicht mal machen müsst. Gut, jetzt will ich diese Bereiche hier drauf verteilen. In diesem vorderen Bereich, wenn man sich mal googelt, wie sieht das Ganze aus? Wie gesagt, das Haus ist von Tanarau Ando in Monterey. Wenn ich jetzt hier auf Bilder gehe, dann finde ich hier auch Bilder, die so ähnlich sind wie meins. Schauen wir da mal direkt nur große an. Dieses hier zum Beispiel. Ich kann das mal angucken. Lasse ich hier mal offen. Da sieht man hier gerade in diesem Bereich hier vorne, dieses Wandelement ist aus einer Schalungsbreite entstanden und hier haben wir irgendwie zwei Schalungsbreiten. Und dadurch, dass das
so weit vorne im Bild ist, ist das hier irgendwie tatsächlich wichtig. Im Bildhintergrund wird es dann immer unwichtiger, weil man es immer schlechter erkennt. Aber hier fange ich tatsächlich an, um das quasi genau hinziehen zu können, indem ich mir irgendwie hier eine Auswahl von nur so einem Schalungselement treffe. Hier einfach mal kopiere und einfüge, aber dazu muss ich erstmal eine Gruppe erstellen. Hier nehme ich meine Haustexturen und die mache ich mal blau. Und da drinnen lege ich mir direkt eine Gruppe Beton an, wo ich das Ganze jetzt einfügen werde. So. Also hier nach außen ziehen. Ups. Gucken, dass mir das hier schön in die Ecke passt. So. Und jetzt eben verzerren, um das hier hinzubekommen. Entschuldigung, dass ab und zu mal dieses Fenster aufgeht. Das kommt von diesem Plugin, was ich hier habe, um mir das anzeigen zu lassen. Wenn ich dann zu viel rumhampel, dann geht immer so ein Fenster auf. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Wenn ich jetzt Steuerung T mache, ups, mal zurück, Steuerung T mache, um das Ganze verzerren zu können, kann ich hier nämlich Rechtsklick verzerren und kann jetzt jede Ecke einzeln anfassen. Also diese Ecke mir nach unten ziehen, mit Shift macht er das dabei schön vertikal. Hier hinziehen, sehr gut. Fehlt nur noch die hier. Die ziehe ich eben mal schön so, dass sie hier drüber liegt. Perfekt. Jetzt kann ich sie nochmal mit Shift geklickt halten, nach oben ziehen, sodass hier keine weißen Bereiche übrig bleiben. Ich sage einfach okay und habe schon mal diesen Bereich ausgefüllt. Und das gleiche falsche hier mache ich jetzt eben mit zwei Schalungselementen. Meine Auswahl zu weit rechts begonnen. Ist klar, ausgewählt und eingefügt. Das Ganze wird jeweils eine neue Ebene und es ist auch ganz gut so, um das Ganze aufgeräumt zu behalten. Das füge ich jetzt hier an und mache auch hier wieder Steuerung T und verzerren, um es an die richtige Stelle zu bekommen. Hier wieder gucken, wie das Ganze gut ausgerichtet ist. Das stimmt schon mal schön. Diesen hier wieder mit Shift nach unten ziehen. Und auch diesen hier mit Shift nach unten ziehen. Gut. Jetzt habe ich hier so ein bisschen das Problem, dass hier meine Linien nicht ganz stimmen, weil ich hier ein bisschen mehr habe als das. Deswegen lösche ich das nochmal und wähle hier tatsächlich ein bisschen mehr aus. Habe ich hier zwar noch so eine kleine Fuge drinne, aber ich glaube, es ist sinnvoller und sieht dann besser aus. Also hier nochmal einfügen, Ganze an dieser Stelle anbringen. Oh, jetzt kann ich das mal einmal, ja, könnte hinkommen. Jetzt wieder Steuerung T und dann eben verzerren. Hier auswählen und man sieht schon hier, der Übergang ist ganz gut. Diesen hier einmal hier hinziehen, dass das hier so eben auch mit meiner Linie übereinstimmt. Und dann meine Eckpunkte hier eben entsprechend hinziehen, dass das Ganze gut ausgerichtet ist. Ja, ein bisschen tiefer, so, zack. Nun passt das hier eben besser, dadurch, dass ich diese Linie hier noch mit durchgehend habe. So, hier in diesem Bereich will ich das Ganze jetzt aber dann aus einem Teil machen. Also, ups, wähle ich mir das hier mal alles aus und füge das jetzt hier auch ein, um hier dann eben das Ganze in eins zu haben. Hier wieder angepasst an der Ecke. Und dann eben wieder hier auf Verzerren zu gehen. Zeige ich das ganz schön weit aus dem Bild raus. Einmal hier schon mal nach hinten positionieren. So.
entsprechend Skalierung hier anpassen, indem wir uns hier die jeweiligen Eckpunkte nehmen. Und hier nur noch so weit runterziehen, dass es auch hier passt. Der Übergang ist hier gerade noch ein bisschen krass. Dieser hier ist schon ein bisschen breiter, aber das hier sollte vielleicht zu diesem passen. Das heißt, wir ziehen das Ganze noch ein bisschen weiter in die Länge hier. Ups. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Besser. So, können wir nochmal reinzoomen, um das Ganze hier möglichst genau anzupassen, dass es hier auch schön auf der Linie drauf liegt. Und auch hier oben schön oben ankommt. Da passt das Ganze gut. Hier passt das Ganze auch ganz gut. Also sagen wir okay. Alles klar. Das hier, der Übergang ist wunderbar. Jetzt müssen wir hier wieder eine Maske auswählen, denn das durchstößt natürlich gerade ganz viel, was wir nicht haben wollen. Also gehen wir hier wieder auf unsere Konturmaske, auf unsere Konturlayer und wählen hier mit unserem Zauberstab einfach mal die Bereiche aus, die wir da haben wollen, und das sind all diese hier, und nehmen jetzt hier unsere Ebene und legen einfach eine Maske davon ab und haben das jetzt hier drauf. Ja, das gleiche machen wir jetzt Stück für Stück weiter für alle Teile, auch wenn es leider sehr aufwendig ist. Ich glaube, ich kommentiere das jetzt gar nicht mehr zwingend so super viel, sondern leg einfach mal los, das hier aufzubringen, und mach das möglichst schnell. Vielleicht spule ich das am Ende vor, das weiß ich noch nicht. Ansonsten müsst ihr es vielleicht selber vorspulen, denn hier, wie gesagt, sind es schon einige Teile, die da heraufgebracht werden. Dieser Stelle stempel ich hier diese Schalungsanker nochmal raus, weil sie so nah an der Wand liegen, dass das eher ein bisschen komisch aussieht, glaube ich, auch auf Entfernung. So ist das Ganze schon besser. Nun muss ich dann denken, das Ganze wird so betrachtet. Hier eben unteren Bereich auch ein Stück ranbringen. Den können wir einfach von hier oben nehmen.
hier eben nochmal zu sehen, um jetzt all die Bereiche zu machen, die hier nur so ein Stück sind und keine Schalungsrückstände haben hier. Schalungsankerrückstände. Dann nehme ich einfach so einen Mittelstreifen und kopiere den dann an all diese Stellen hier. Den hier natürlich auf die volle Größe skalieren und dann dahinter packen. Denn ansonsten haben wir hier die Übergänge nicht vernünftig. Diese beiden hier parallel halbwegs sind, sollte das von der Steigung passen, und dann ziehen wir den hier irgendwo nach unten, dass der dahinter verschwindet. So, ich habe jetzt fast alle Bereiche markiert, die hier oder ausgefüllt, die eine klare Betonstruktur haben. Ich muss hier noch diesen Sturz, muss ich natürlich irgendwie ein Querstück nehmen, irgendwie so ein Zwischenteil, und dann auch hier so zwei Elemente breit. Und ups, kann man das hier noch einfügen? Oben. So. Das verzerre ich. So. Etwas müssen wir uns natürlich doch nach hinten ziehen, dass es eben nicht hier vor ist, also vielleicht an dieser Stelle. Upsala. Was jetzt noch kommt, sind die Stützen, die runden Stützen hier. Um die zu machen,
nehme ich mir auch wieder meinen Ausschnitt hier, groß wie geht, ohne da diese Schallungsanker zu wählen. Und füge auch das wieder hier ein. Nun jedoch machen möchte, ist das Ganze etwas rund machen. Dazu gibt es den Verformen-Befehl, wo das Bild hier so ganz viele Anker kriegt. Sowohl das hier in der Mitte sind auch Anker, aber eben auch hier oben, so dass ich das Ganze jetzt an diese runde Ausgangsform hier anpassen kann ein wenig und damit hier eben interpoliert auch eine Rundung hineinkriege. Das gleiche unten mache, dann sieht das Ganze deutlich realistischer aus, weil ich eben hier eine leichte Rundung drin habe. Das gleiche mache ich hier oben, wobei ich da auch einfach hier ganz über beide rüberlegen kann und nicht so penibel machen muss, weil es einfach doch schon eher ein Hintergrund Element ist im Bild. Nur noch diesen Bereich hier drunter. Dazu nehme ich wieder meinen großen hier, und dass ich den diesmal natürlich ein wenig anders verzerre. Hier außen anlege, hier in der Ecke auf Verzerren gehe und schon mal ein wenig in die richtige Richtung bringe, indem ich diesen hier anlege und diesen hier nach unten klappe. Nun liegt es schon mal etwa an der richtigen Position und ich kann es hier nun genauer ausrichten. Ups, das Hotkey-Programm wieder starten und diesen hier natürlich hinter die entsprechenden Stützen packen. Ich schaue nochmal, aber ich meine, jetzt habe ich alle Betonelemente ausgewählt. Was ich noch gesehen habe, ist, dass man hier auch noch durchgucken kann. Das heißt, auch hier müssen noch unsere Bäume und unsere Berge sichtbar werden. Vielleicht mache ich das nochmal kurz. Einmal nacharbeiten, also diese Bereiche auswählen. Hier diesen Bereich nochmal. Hier einmal den Bäumen hinzufügen, also weiß machen in der Maske. Ups, das hat nicht funktioniert. Ah, das war die falsche. Natürlich die hier oben in der Gruppe. So. Und auch den Bergen, die dahinter liegen. Und das Ganze noch einmal hinzufügen. So. Und damit, dass ich jetzt alle Betonteile hier angelegt habe, beende ich diesen Tutorial-Teil. Einige Teile da drin werde ich sicher vorspulen, weil es sonst ein wenig lange dauert. Also. Dann bis zum nächsten Tutorial, wo wir die restlichen Texturen hier vervollständigen werden.